Das kennen wir ja. Frage ist nur wo. Ah, hier. Oh nee, jetzt sind wir hier gelandet. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt hier die ganzen Brücken geöffnet. Und es gibt jetzt natürlich noch ein Ding, was ich haben möchte hier. Und zwar... da, wo wir jetzt mehrmals gestorben sind an der Stelle, da gab es noch einen Sarg, in dem irgendwas drin war. Ich schätze mal, es ist irgendwie sowas wie, irgendeine stolze Kriegerseele oder sowas in der Art. Aber hey, wir nehmen alles mit, was wir kriegen, und vielleicht ist es ja auch noch was anderes, ein einzigartiger Ring oder so, das wäre toll. Komm hier. Okay, ich dachte 12 ein Streich, ist nicht, aber macht nichts. Okay, komm. Dann einmal hier rüber, beziehungsweise wir lassen uns runterfallen, direkt auf diese Brücke hier. Ist das die wir haben wollen? Ja, ich glaube schon. Zack, und tschüss. Hier wollte ich jetzt nochmal hin, weil der Nekromancer ist jetzt tot, und dann räumen wir hier ein bisschen auf. Und dann bleibt uns ja tatsächlich nur noch die eine... dann bleibt uns ja nur noch diese eine Stelle. Also die eine Nebelwand, meine ich. Entschuldigung, ich war jetzt gerade in Gedanken. Also ich glaube, der da oben, der kann uns egal sein. Wir werden jetzt von oben ja noch beschossen. Aber der sollte nicht so wild sein. So, jetzt haben wir hier noch einen großen irgendwo. Und den? Du bist nicht groß. Du bist klein. Aber wo ist der große hin? Naja. Guck mal, hier ist wieder die Statue mit dem Kind in der Hand. Ist das die, wo das Kind, ja, das Schwert in der Hand hat? Finstermond Seance Ring. Der ist, der Finstermond Seance Ring. Der ist wichtig. Der ist sehr wichtig sogar. Hier gibt's den also. Okay. Gewährt zusätzliche Zauberei-Slots. Ja, aber, alle neuen Mitglieder des Finstermond-Bundes bekommen diesen Ring von Wendelin. Oder Gwendolyn. Dem Gott des Finstermondes und Letztgeborenen von Fürst Gwyn verliehen. Die Finstersonne Wendelin ist die einzige verbleibende Gottheit in Arnor Londo. Sie hat nicht viele Anhänger, aber deren Aufgaben sind von großer Bedeutung. Ja, den Ring müssen wir einsetzen oder tragen, wenn wir etwas ganz Spezielles wollen. Ach, guck mal. Oh, oh. Na gut. Großer Ritter hier. Hier tapst es noch. So, ich glaube hier, genau. Hier war der Hinweis. Hier auf die... Wo kommen wir denn hier aus eigentlich? Wie kommen wir jetzt nochmal am schnellsten... hier runter zu der Nebelwand. Guck mal. Wollen wir was wagen? Von hier aus irgendwie so. So einen zu machen. Haben es überlebt. Sehr gut. Haha. Tschüss. Große Seele, Soldat. So, die haben wir schon mal bekommen. Hier gibt es aber noch mehr. Ich glaube, es ist dann... Wo ist denn das? Über uns oder was? Oder hier? Oh ja, ja, hier ist noch was. Machen wir mal einen davon.
Boah, knapp. Na! Wie ärgerlich. Boah. Ey, das sind solche Killer. Kommt schon, da kommt er schon wieder. Das sind echt ganz miese Typen. Na dann bleibt uns nichts anderes übrig, als hier durchzuschreiten. Gibt's ja keine zivilisierten Leitern oder was? Nein, gibt's nicht. Mein Kaffee ist alle. Mein Kaffee ist alle. Mein Kaffee. Wer bist denn du? Und was machst du hier für komische Dinge in diesem riesigen Grab? Ein Grab, das umgewandelt wurde zu einer... Forschungsstätte. Zu einer unheiligen Forschungsstätte. Mutter, Vater, Kind. So. Feuerrad. Pinwheel. Bist du nicht der Echte? Wo ist der Echte? Du bist der Echte. Du hast hier die Leuchtstäbe. War's das schon? Kunst des Entfachens. Wir haben gesiegt. Ja, der gilt gemeinhin als einer der, oder als der leichteste Boss im Spiel. Der war wirklich nicht so stark, muss man immer sagen. Maske des Vaters. Eine sehr beliebte Maske. Haben viele. Haben, glaube ich, auch schon ein paar von denen aufgehabt, die uns invadiert haben. Einer der drei Masken des Feuerrades. Des Nekromanten, der des Grabesfürsten Machtstahl und in den Katakomben herrscht. Mit dieser Maske, die dem tapferen Vater gehört, lässt sich die Last, die man tragen kann, leicht erhöhen. Auch nicht schlecht, Robustheit. Also damit kommen wir... Können wir mal gucken, was das für ein... für eine Auswirkung auf unsere Tragfähigkeit hat. Im Moment haben wir 70,3. Ach so, was haben wir denn ohne... Okay. Was wäre das ohne 70,3? Keine Ahnung. Vielleicht? Vielleicht können wir dann auch die Dingens tragen. Also ich glaube, er hat auch eine relativ tragische Geschichte. Man kann sie mal umgucken hier. Also Pinwheel, wie gesagt, Mutter, Vater, Kind. Das ist ein Nekromant, der... Ich weiß nicht mehr genau, wie die Lore ist. Man kann sich jetzt... Wir können jetzt versuchen, selber was zusammenzuräumen. Und zwar... das konnte man eben im Intro sehen. Hier ist der Tisch, an dem er stand. Und hier sind noch Überreste der Gebeine. Guck mal hier, hier ist ein Skelett und so eine Art, ist das hier unten eine Axt oder ist das so ein Lendenschutz, Lendenschutz, weiß nicht, aber auf diesem Tisch hier, der, guck mal, der ist ja auch noch so ein bisschen blutverschmiert, da lag halt dieses Skelett und der, dieser Nekromant hier, der scheint hier verzweifelt etwas wiederbelebt haben zu wollen. Und dazu hat er sich hier anscheinend eine Menge Bücher angeeignet, um hinter die Kunst des Wiederbelebens zu kommen. So würde ich das jetzt interpretieren. Hier ein paar misslungene Versuchsobjekte. Aber mir scheint, das hat er aus Verzweiflung gemacht, weil der vielleicht die Familie wieder zusammenfügen wollte, zu den Lebenden zusammenfügen wollte. Man weiß es nicht, da ist viel Spekulation bei. Ich weiß es jetzt tatsächlich gerade nicht. Und, okay. Und was
Hier ist ja noch was. Pass auf, Schleichweg. Ja, das sind alles hier so. Okay, also das ist jetzt. Das hier müssen wir tragen. So, weil die gewährt uns Licht. Und ohne das hier ist man so ein bisschen aufgeschmissen. Hier ist anscheinend ein Schleichweg. Meinte der das? Ich glaube schon. Also ich habe das nämlich im ersten Anlauf ohne diese Laterne versucht und das war ein Albtraum. Das war ein Albtraum schlechthin. Kriegerseele. Guck mal, wir kommen wieder zurück. Ich möchte was machen. Heimkehrknochen benutzen. Ein Heimkehrknochen benutzen. Und zwar, dann landen wir hier, können gerne die Ausfüllung immer umkehren. Und ach so, jetzt können wir überlegen, ob wir aufsteigen. Können wir aufsteigen? Wir können einmal aufsteigen. Cool. Was machen wir denn in Wirklichkeit? Oder Kondition, wir haben schlecht. Wir haben lang keine Vitalität mehr gemacht. So, und dann wollte ich mir mal kurz diese große Sense anschauen. Großsense. Die Großsense, die ist ziemlicher Hammer. Und ich schätze mal, die werde ich tatsächlich konsequent ein bisschen verstärken. So als kleiner. Ja, also die geht nämlich auch sehr stark mit der Geschicklichkeit. Aber warten wir noch ein bisschen mit. Stattdessen sind aufgestiegen. Ist okay. So, wir haben noch die leichte Rolle, das ist wichtig. Vitalität haben wir ein bisschen aufgepimpt. Wow, da unten ist was explodiert. Eigentlich wollte ich ja hier runter, ne? Wow! Nein! Okay, naja, also die Menschlichkeit haben wir zum Glück jetzt nicht verschwendet. Weil wir haben ja keine eingesetzt. Die kam jetzt von irgendwo anders her, die Menschlichkeit. Der Sprung ist ein bisschen ätzend hier. Das sollte man nicht machen. Und das waren jetzt nicht so viele Seelen. 800 oder so? 919? Ja, okay. Also. Ja. Hier lang. Hier lang und noch weiter runter? Nee. Warte mal kurz. War das jetzt so geschickt? War ein bisschen doof, ne? War nicht so. Na, und es ist auch nicht so klug jetzt hier runter. Ah, ich habe mich verlaufen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte auf die Brücke. Nee, Moment. Wenn ich auf die Brücke will, dann sollte ich lieber nochmal hoch. Wie kommen wir denn jetzt am besten dahin? Bin ich denn blind? Naja, okay. Also, ouch. Also die, jetzt sind wir wieder hier. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Kann man hier noch irgendwie. Ich werde verrückt. Ich habe jetzt ein bisschen die Orientation verloren hier. Also nicht wirklich, ich meine, ich weiß auch, wo ich bin, aber ich.
komme gerade nicht drauf, wie ich jetzt hier den geschicktesten Weg wähle. Oh oh. War das geschickt? Ja. Im Prinzip ja, weil ich ja tatsächlich hier hin wollte. Ich wollte hier hin. Das wollte ich haben. Eine heilige... Heilige Robe. Und ein Streitkolben. Okay, das war wohl ein... Ein Kleriker, der sich hier... Der nicht weitergekommen ist. Was total interessant ist... das bleibt mal im Hinterkopf, dass hier Kleriker sind. Das ist wirklich interessant, weil wir... wir wissen ja, dass die Kleriker... irgendwie auf, sich aufgemacht haben, um den, um die Kunst des Entfachens zu lernen. Und, nichts anderes haben wir gerade beim Pinwheel gefunden. Okay, das war uncool. Die nerven ein bisschen. Ah, das ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe das noch nie so kombiniert. Aber versteht ihr, was ich meine? Und das ist auch die Rhea von Thorolund. Das ist diese Maid, die mal am Feuerbrandschein war. Hat sie auch auf den Weg gemacht. Also das war ihre Mission. Wie kommen wir jetzt am schnellsten hier runter? Wie war das denn jetzt? War das jetzt hier durch? War das richtig? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Das sah gut aus hier. Und jetzt hier einmal den hier. Zack. Und dann einmal den hier. Zack. Und einmal den hier. Und einmal... Oh. Und einmal... Oh, einmal den hier. Lauf, Forest! Lauf! Ich glaube, da haben wir nämlich hier alles soweit geholt. Ah, es ist super, super interessant, wenn man sich die Lore ein bisschen so nochmal vor Augen führt. Also nochmal. Ihre Mission war, dass die Kunst des Entfachens zu suchen. Entfachen des Leuchtfeuers. Da guckt man gerade mal rein, was wir dazu haben. Müssen Schlüsselobjekt sein. Oder? Ja, Kunst des Entfachens. Die Kunst, Menschlichkeit darzubieten, um Leuchtfeuer zu entfachen und zusätzlich Estus aufzusammeln. Entfachen war ein heiliger Ritus der Kleriker. Bam! Doch Untote können den Vorgang nachahmen. So wie sie ihre Aushöhlung mittels Menschlichkeit umkehren können. Wie seltsam, dass Menschen ihre Menschlichkeit erst als Untote zu schätzen wissen. Ja. Ja. Und auf der Suche waren die Kleriker. Und diese ganze Bande. Und erinnert ihr euch noch? Irgendwann war ja, wie soll ich sagen? Irgendwo. Wow. Alte Knochen. Irgendwann war der, Peter oder so, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der ist ja zurückgekommen, ohne die Garde. Ne? Da fehlten ja zwei Kleriker. Oh, wie kommen wir denn da hin? Da fehlten zwei Kleriker. Und die Rhea von Thorland. Ne? Wie hieß der? Petrus? Petrus von Thorland? Nee, der hieß anders. Theodor? Ich weiß es nicht mehr. Grabmal der Riesen. Ey. Wow. Da ist er. Okay. Scheiße. Alter. Wir brauchen hier definitiv eine andere Waffe. Sag mal bitte, dass die hier keinen Nekromanten haben hier. Guckt mal hier unten. Den Bereich sollten wir uns auch merken.
diesen Feuer, den Feuerbereich. Aber wir haben keine gute Waffe hier unten jetzt gerade. Wow, zieht euch das mal rein. Ach so, das ist ein Prismastein. Ich dachte, das kurz kann man aufheben. Und da hinten leuchten einem schon wieder die Augen an. Kann man sich von da oben vielleicht runterfallen lassen? Ja, kann man. Ist das vorteilhaft? Probieren wir es aus. Oh oh. Vielleicht nicht. Große Seele, stolzer Krieger. Das ist schon irgendwie beeindruckend. Oh shit. Ah, doppelt shit. Kacke. Also, wir bräuchten jetzt irgendwie Waffen, bessere Waffen. Mit der Waffe, die wir haben, kommen wir jetzt echt nicht so gut voran. Das ist keine Waffe. Großaxt, dafür sind wir halt nicht stark genug, ne? 32. Kam gegen Chaos immer zum Einsatz. Ja, klar. Okay. Wir machen. Würden mit dem Claymore im Moment 100, 147 Schaden machen. Wie viel machen wir denn eigentlich so an Basisschaden mit unserem. Unser Richtwert ist. Moment, und das ungefähr 280. 280 ist unser Richtwert. Den Basisschaden, den wir machen. Und jetzt bräuchten wir halt noch irgendeine Waffe, wo wir mit gegen. Die halt einfach ein bisschen mehr Wumms gegen. Wäre das eine? Keine Ahnung. Ich muss da Gedanken drüber machen. Vor allem, wir haben auch keinen Leuchtfeuer da unten gefunden, ne? Muss den ganzen Weg zurück nochmal machen dann. Aber gut, sei es drum. Ich mache an der Stelle eine kleine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Dark Souls. Bis dahin, mach's gut, ciao Leute.